Hallo Freunde und willkommen zurück zur nächsten Folge Prey. Das letzte Mal sind wir hier in diesem Bereich stehen geblieben. Das ist das Shuttle-Lock auf der Ebene 2. Wir haben hier so ein großes Techno-Alien besiegt und waren dabei, uns hier weiter den Schlüssel zu besorgen bzw. zu sehen, was wir uns hier noch so alles organisieren können, in Anführungszeichen. Ich sehe, da unten haben wir ja so eine, Technikerstation. Ah, da fehlt das Passwort, aber wir können es hacken. Machen wir doch direkt mal. Jetzt hier so lang hoch. Na komm. So. C, jawohl, und zurück. Ein bisschen Zeit. Und Y. Sehr nice, sehr nice. Jetzt können wir uns nämlich hier einen Technik-Operator besorgen, der uns unseren Anzug repariert. Nice. Gracias, Senor. Und dann können wir jetzt hier eigentlich auch wieder hoch. Funktioniert das so? Das sollte so funktionieren. Und dann sind wir auch schon wieder hier oben. Das heißt, wir wollen heute mal schauen wir mal, gehen wir nochmal eins nach oben, damit wir direkt die Karte da haben. So, sind wir hier. Jetzt wollen wir erstmal schauen, dass wir hier das ganze Zeug erkunden und dann vielleicht die Ebene 3 hier oben und dann in die Lobby zurückkehren, so wir das denn können. Hier hatten wir alles schon geschaut, richtig? Das hatten wir schon gelesen. Die E-Mails hatten wir auch schon gelesen. Jawohl, das hatten wir alles schon gemacht. Das heißt, wir können hier erstmal raus und schauen, was hier denn so auf dem Scheißhaus rumlungert. Dabei nehmen wir mal unseren Helm, setzen wir mal unseren Helm auf, damit wir schauen können, ob sich hier nicht ein paar Mimics verstecken, die wir denn dann direkt wegblasen können. Ja, scheint soweit alles in Ordnung zu sein hier. Aber nichts zum Looten. Pow. Tja. Was sagst du jetzt dazu? Sagst du nichts, ne? Kannst du nämlich nichts mehr sagen. Schweinehund. Wollte er uns verarschen? Verarschen wollte er uns. Tja, Junge, ist aufs Maul bekommen. Bam. Und dann hol ich deinen Freunden einen aufs Maul. Okay. Die Goliath-Rakete sieht sehr treibstofflastig aus, das Ganze. Okay. So, haben wir hier irgendwas? Feuer. Feuer, was haben wir hier? Ein Gepäck mit ein bisschen Munition und einem Apple. Alkohol. Ist deine Retter in der Not? Noch mehr Gepäck. Das sind so Gepäckstücke, die wir plündern können. Nice, nice. Da ist diese komische Warnung. Lobby. Sauerstoffwerte kritisch. Bitte suchen Sie sofort ein Atemgerät. Wie wir so einen Operator Dispenser, den können wir eigentlich direkt mal freischalten. Warum nicht? Ah, oh, das schaffen wir doch nie. Das ist hier ein mir Hurensohn. Y und okay. Das zweite ist nicht ganz so weit weg. Und dann X. Alles klar. Haben wir freigeschaltet. Jetzt können wir theoretisch einen Operator herausholen. Brauchen wir im Moment aber nicht. Da war ein Mimik. Was für ein kleiner Hurensohn. Tja, Schrotflinte, mein Freund. Schrotflinten können gesundheitsschädigend sein. Muss man wissen. Schauen wir hier erstmal in dem Badraum hier nach. Beziehungsweise nehmen wir Alkohol mit. Da gehen wir gleich rein. Erstmal der Badraum. So. Da ist wieder ein Mimik. Au. Oh, den haben wir noch nicht gesehen. Das ist ein großer Mimik. Weitere Proben benötigt. Okay.
Die scheinen nicht mehr ganz so leicht zu töten sein. Eine Voruntersuchung zeigte, dass Exemplar 14 größer ist als die anderen Mimik-Exemplare, die vom Klitka-Vorfall eingesammelt wurden. Allerdings sind seine erweiterten Mimikry-Fertigkeiten weitaus bemerkenswerter. Exemplar 14 hat mehrfach gezeigt, dass es in der Lage ist, deutlich größere und komplexere Objekte nachzubilden und dass damit seine Fähigkeit weit über die aller anderen Exemplare hinausgeht. Und damit nicht genug, viele seiner Nachbildungen scheinen voll funktionsfähig zu sein. Okay. Interessant. Kann also irgendwie technische Geräte nachahmen, die dann auch funktionieren. Gut zu wissen. Hello, Eddie Wars. Warnung. Sauerstoffwerte Transcribe. kritisch. Bitte suchen Sie sofort ein Atemgerät. Mr. Yu, hier spricht Eddie Voss. Ich arbeite unten im Frachtraum. Ich wollte Ihnen sagen, dass wir Sie bestohlen haben, Sir. Es hat klein angefangen. Das Schmuggeln harmloser Dinge von und zur Station. Arzneimittel. Lebensmittel, die nicht auf der sicheren Liste stehen. Vielleicht zahlen Sie Ihren Technikern im Maschinenlabor nicht genug, denn Lilly, sie wurde ziemlich ehrgeizig. Sie hat Neuromods gestohlen, Fabrikatorpläne und an die Konkurrenz von Transtar verkauft. Ja, hören Sie gut zu, Mr. Yu. Kazma hat jetzt ihr geistiges Eigentum. Lilly hat mich gezwungen, einige der alten Alarmzentralen auf der Talos zu modifizieren, um sie als tote Briefkästen zu nutzen. Einige enthalten bestimmt noch Unternehmenseigentum. Dreimal mit der Rohrzange antippen, dann gehen sie auf. Jedenfalls wollte ich nie, dass die Dinge außer Kontrolle geraten. Das Ganze hat sich irgendwie verselbstständigt. Aber ich möchte das wieder in Ordnung bringen. So gut es geht. Das ist alles. Okay, wir haben ein neues Ziel, der Schmugglerring auf der Talos. Was musste man jetzt nochmal mit den was muss man jetzt nochmal mit den hier sag schon mit der Rohrzange aktivieren? Du hast wenig bis kein Teil von Material in deinem System. Das ist gut. Das sollten wir wohl auch so lassen. Wollen wir das Schmuggler-Dings. Lini Morris hat mit Eddie Voss und anderen auf der Station zusammengearbeitet, um Firmeneigentum-Technologie zu entbinden. Von Eddie wurde verschiedene Abladepunkte eingerichtet, um das Ding im Frachtraum weiterzumelden und dann zu verschieben. Okay. Okay. Sauerstoffwerte kritisch. Hören wir uns das Ganze jetzt nochmal an. Vielleicht können wir es ja dann auch abbrechen. Spieleingabe. Jo. Mr. Yu, hier spricht Eddie Voss. Ich arbeite Währenddessen schauen unten wir im mal, was wir Frachtraum. uns hier finden können. Ich wollte Ihnen sagen, dass wir Sie bestohlen haben, Sir. Es hat klein angefangen. Das Schmuggeln harmloser Dinge von und zur Station. Arzneimittel. Lebensmittel, die nicht auf der sicheren Liste stehen. Vielleicht zahlen Sie Ihren Technikern im Maschinenlabor nicht genug, denn Lilly, sie wurde ziemlich ehrgeizig. Sie hat Neuromods gestohlen, Fabrikatorpläne und an die Konkurrenz von Transtar verkauft. Ja, zu, Mr. Yu. Kazma hat jetzt ihr geistiges Eigentum. Lilly hat mich gezwungen, einige der alten Alarmzentralen auf der Talos zu modifizieren, um sie als tote Briefkästen zu nutzen. Einige enthalten bestimmt noch Unternehmenseigentum. Dreimal mit der Alarmzentralen. Rohrzange antippen, dann gehen sie auf. Jedenfalls wollte ich nie, dass die Dinge außer Kontrolle geraten. Das Ganze hat sich irgendwie verselbstständigt. Aber ich möchte das wieder in Ordnung bringen. So gut es geht. Das ist alles. Was ist eine Alarmzentrale? Frage ich mich. Naja, werden wir bestimmt noch rausfinden. So lange Warnung. aber gehen wir jetzt Sauerstoffversorgung defekt. Bitte erstmal evakuieren, bis Techniker oder Operator Maßnahmen hier ergreifen da einen konnten. Gang, den wir gerade aufgemacht haben. Und schauen mal, was wir hier so finden können. Zeug zum Looten auf jeden Fall. Hier könnten wir runter. Wo führt uns das hin? Wieder hier unten zum Ausgang. Jawohl. Alles klar, dann. Oh, guck mal.
Wo wir schon hier unten sind, können wir auch gerade mal recyceln, den ganzen Müll, den wir hier dabei haben. Zweite Schrotflinte, zweite Glühkanone. Die ganzen Nahrungsmittel. Haben wir sonst noch was hier? Ja, den Alkohol. Tee. Ja, automatisch sortieren machen wir direkt mal. Ansonsten sieht das eigentlich okay aus fürs Erste. Lernen wir das Ganze mal durch. Und sammeln den Scheiß mal auf. Organisches Material und ja. Give it to me. Ja, das Explosionsfässchen brauchen wir jetzt aber nicht. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Weiter. So, da geht's raus. Wir haben da Aalgrütze und Matsch-Zitrone oder was auch immer das ist. 2117. Oh, nice. Nein, zurück. Ich weiß jetzt zwar nicht, wo wir den Zahlencode her haben, aber. Warnung, Sauerstoffversorgung defekt. Bitte. Soll uns ja egal sein. Shuttle-Kontrollraum, Karte. Nice. Anzugsreparaturkit-Fabrikator, den können wir gebrauchen. Das ist sehr gut. Jetzt können wir uns nämlich vollständig heilen. Die Gesundheit und. Na, sag schon. Den Anzug. Ja, Psychopos, die brauchen wir eigentlich nicht. Können wir eigentlich auch alle. C4 spricht Captain Hale, Shuttle Exalt. Ich versuche, die Brücke zu erreichen. Keine Antwort. Bitte bestätigen. Ich habe einige Systemfehler. Ist flächendeckend. Ergibt irgendwie keinen Sinn. Ich muss sofort landen. Ein Sicherheitsteam wäre gut, wenn ich reinkomme. Ich höre Geräusche in der Kabine. Scheiße, was ist da los? Noch ich mal weiß Wiedergabe. Nicht, warum ich niemanden erreiche, aber ich bin manövrierunfähig. Ich wiederhole. Kein Antrieb. Ich treibe. Verdammt, Steve. Gehen Sie an Ihr Transcribe. Gut. Mist. Ich sehe in der Kabine nach. Ich habe eine Waffe dabei. Wenn alles in Ordnung ist, gehe ich raus und rüber zu einer Luftschleuse. Warnung. Noch ne? Nee. Der Kollege scheint es nicht überlebt zu haben, aber hey. Scheinen nicht sehr viele Leute überlebt zu haben. So. Video-E-Mails stand da, aber hier gibt es keinen Computer für die E-Mails. Aber hier gibt es Sekt. Also mit Sekt zu besaufen, jetzt ist jetzt vielleicht nicht die beste Option, aber wenn man nichts anderes hat, dann soll das Sekt wohl auch tun. So, hier haben wir Flimsy-Manzis. Noch ein Koffer. Ist aber nichts drin. Hier ist noch ein Koffer. War nichts drin. Mülleimer. So, wo geht's denn jetzt hier lang? Geht's weiter zu einer Trapper. Eine Pistole. Ein Akkukoffer. So, was haben wir denn? Haben wir denn hier irgendwas, das uns wehtun will? Scheint nicht der Fall zu sein, aber. Wir sind irgendwie Sicherheit ist die Mutter der Porzellankiste oder sowas. Keine Ahnung. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, genau. So. Warnung. Irgendwas Sauerstoffversorgung hier. Defekt. Bitte evakuieren, bis Techniker oder Operator Maßnahmen ergreifen konnten. Anruf. Hallo? Kann uns jemand? Ich bin mit Emanuela de Silva in einer Fluchtkapsel. Wir stecken in der Startröhre fest. Die Luke an der Außenseite sollte bei der Einleitung des Starts der Kapsel abgesprengt werden. Aber die Bolzen hatten eine Fehlfunktion. Können Sie uns helfen? Sie müssen rausgehen, um die Luke von außen zu entfernen. Ich verlange viel, aber ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. Abwarten und verhungern wahrscheinlich. Hinter der Abdeckung ist ein Überbrückungsschalter, um einen Kapselstart zu erzwingen. Aber drücken Sie den nicht, bis die äußere Luke geöffnet ist. Sonst werden wir in Stücke gerissen. Ja, das wäre an sich jetzt nicht so wirklich mein Problem. Aber ich schätze, wir können den Leuten mal helfen. Ja, sehe ich. Oh. Dann haben wir da hinten noch den Großen.
Warnung. Sauerstoffwerte kritisch. Bitte suchen Sie sofort ein Atemgerät. Hast du anscheinend nie überlebt, ne? Kollege. Der Sound scheint hier in dem Gebiet ziemlich abgefuckt zu sein, aber naja. Moin. Seid ihr da drin? Nein. Ja, so eine Fluchtkapsel, Nypti, scheint hier bei vielen nicht ganz so gut funktioniert zu haben. Moin. Transcribes. Jawohl, anhören. Frank, sind Sie da drin? Was ist mit den Kapseln los? Ich weiß es nicht. Was meinen Sie, Sie wissen es nicht? Es ist Ihr Job, es zu wissen, verdammt! Sie haben sie geprüft, richtig? Ja. Warum zur Hölle funktioniert die Startsequenz nicht? Ich weiß es nicht, Drew. Tut mir leid. Was ist mit Ihrer Kapsel? Öffnen Sie sie! Das geht nicht. Was wollen Sie damit sagen? Die Bolzen der äußeren Luke haben fehlgezündet. Wir stecken in der Startröhre fest. Sie haben auf niemanden gewartet, Sie Vollidiot! Ich hoffe, Sie verhungern da drin! Ja, muss ja, ne? Sauerstoffversorgung defekt. Bitte evakuieren, bis Techniker oder Operator Maßnahmen ergreifen konnten. Ihm scheint es nicht mehr ganz so gut zu gehen. Da liegt Zeug drin. Wie komme ich da dran? Wahrscheinlich gibt es irgendwie Telekinese oder so einen Scheiß. Was liegt denn da? Irgendwie so ein komisches Paket. Was ich gerne haben will. Spannerei. Naja. Was können wir denn hier so in so einer Start initiieren? Tür zu machen. Start initiieren! Diese Fluchtkapsel weist derzeit eine Fehlfunktion auf. Oh. Techniker benachrichtigt. Bitte verwenden Sie eine andere. Dabei wollte ich doch hier raus. Was machen wir denn jetzt? Naja. Weiter, schätze ich mal. Komm, jetzt geht er hoch. Faule Schwein. Nein, die anderen Kapseln. Sauerstoffversorgung defekt. Bitte evakuieren, bis Techniker oder Operator Maßnahmen ergreifen konnten. So, auch nichts drin. Können wir hier hinten nochmal aufmachen. Und schauen, was da denn so fein drin ist. Eine Wartungslücke. Wir haben hier Kapselstatus. Okay. Fehlfunktion. Starthilfensteuerung. So. Pistolen Rapid Fire. Hilft manchmal. So. Kapsel 2 starten. Auswahl der Sprengbolzen mit manuellen Startvorbereitung laufen. Oh, Gott sei Dank. Morgen, öffnen Sie bitte die Klappe, damit ich heimgehen kann. Klappe? Was für eine Klappe? Warnung. Was für eine Klappe, der? Bitte evakuieren, bis Techniker oder Operator Maßnahmen ergreifen konnten. Wo ist noch ein Transcribe? Transcribe. Bayer, haben Sie das gehört? Ja, hab ich. Schicken Sie einen Operator. Das tue ich gerade, Nils. Er reagiert nicht. Keiner reagiert. Scheiße. Waren das diese Dinger? Haben die Luft abgeschaltet? Ich weiß es nicht. Ist aber doch auch egal, oder? Ich meine, wir haben noch stundenlang Luft. Nein, Nils. Das System arbeitet umgekehrt. Es entzieht der Luft Sauerstoff. Wir haben 10 Minuten. Maximal. Was? Aber... Boah, dann wäre ich wohl so schnell wie möglich zur nächsten Tür gelaufen. Schätze ich mal. So. Unsere einzige Option, die wir jetzt noch haben, hier in dem Gebiet, ist, noch einmal nach oben zu gehen. Dafür müssen wir jetzt hier erstmal diesen Magnetlaufband hier entfernen. Nehmen wir mal mit hier. Warum nicht?
So, da könnten wir zurück zur Lobby. Da könnten wir. Warnung, so, Sauerstoffversorgung defekt. Bitte evakuieren, bis Techniker oder Operator Maßnahmen ergreifen konnten. Bin mir ziemlich sicher, dass hier. Da ist der Aufzug. Einmal nach oben, por favor. So. Den hat's zersäbelt, den Mimik. Da oben scheint auch keiner mehr zu sein. Alles klar. So, Medkit Big Bang Bonbon. Ersatzteile haben wir hier. Plastikschlau, ja, nehmen wir alles mal. Was ist das denn? Chipsätze. Ah, okay, das, was da in der Flugkapsel ist, ist ein Chipsatz. Hätte ich schon gerne. Ja. Kein Passwort gefunden. Dann müssen wir es wohl hacken. So. So, hier mal F. Zurück auf die andere Seite. Hier mal X. Und dann wieder nach da oben. Und dann mal C. Hacken erfolgreich. Nice. E-Mails. Abgeschnitten. Mia. Ich habe den Gravlift deaktiviert, aber ich lasse dich nicht zurück. Ich habe mich in meinem Büro verschanzt mit einer Pistole. Wenn du eine Gelegenheit siehst, zurückzukommen, Warnung. Aktiviere ich den Lift wieder und sage dir Bescheid. Bitte suchen Sie sofort ein Atemgerät. Scott, es ist hoffnungslos. Ich glaube nicht, dass ich durch diese Monster durchkomme. Ich verschanze mich oben in der Flugüberwachung und hoffe, dass sie mich nicht entdecken. Deaktiviere nur den Graflift, bevor du gehst, um diese Dinger von hier oben fernzuhalten. Aufstocken. Hey Mia, wir haben dir ein paar Arzneifabrikatorpläne geschickt, damit du deine Vorräte ohne Papierkrieg neu aufstocken kannst. Sag Bescheid, wenn du noch andere brauchst. Regina... Hallo Mia, die Fenster in der Flugüberwachung sind fertig. Du solltest nun wesentlich bessere Sicht auf das Shuttle-Dock haben. Du kannst sogar sehen, wie Lloyd beim Treibstoffverteiler Zigarre raucht. Vergiss nur nicht, dass es nicht das gleiche Material wie bei den Außenfenstern der Station ist. Das Zeug ist hart, kann aber immer noch brechen. Ich habe gesehen, wie du mit der Faust den Tisch schlägst, wenn du auf Nils wütend bist. Nur so zur Info. Das heißt, wir kommen also durch das Fenster in der Flugaufsicht mit Gewalt durch. Das ist gut zu wissen. Gewalt löst alles. So, können wir hier wieder hacken. Jo, hier mal F und dann wieder zurück. Hopp. Nochmal F und dann nach da oben. Und C. Ja, läuft auch eigentlich ganz gut. Oder Warnung, Sauerstoffwerte kritisch. Ja, bitte suchen Transmitter Sie sofort ein Atemgerät. Neuromods, die wir nicht verwenden werden, nicht verwenden wollen, da wir wollen ja Mensch bleiben. Haben ja mittlerweile auch so mehr oder weniger genug. Oh, da hinten könnte man lang. Mehr oder weniger so genug hier Scheiß, Dreck, Schweinescheiß. Jetzt gehen wir erstmal hier auf Bösewichte. Scheint keiner hier zu sein. Wie sieht's hier aus? Auch nicht. Ist klar. Das hier ist die Flugaufsicht, oder? Sollte eigentlich. Sieht auf jeden Fall so aus. Wo ist denn hier diese komische Frau? Flugplan von Shuttle Exalt, Woche 19, Pilot Hunter Hale. Brauchen wir nicht hier Informationen, die wir nicht brauchen. Fluglogbuch Scott Parker. Vorbereitung von Scott Parker, Bordingenieur Talos 1, Abflugort Transstar-Anlage Seattle, Ziel Talos 1, Captain Tom Cooper. Start auf der Erde um 0900, Beendigung nominal, Pre-Check autorisiert, Passagiere, 4 Vorstandsmitglieder, Postfracht. Der Flug verlief ereignisarm. Bis um 11.33 auf dem Radar ein nicht identifiziertes Shuttle ungefähr 30 Grad von unserem Kurs abweichend auf 9000 Kilometer auftauchte. Abdrift und Rotation deuten auf eine Fehlfunktion der Manövrierdüsen hin. Es gibt keine Antwort auf unsere Funkrufe. Captain Cooper befahl eine Kursanpassung, um uns näher heranzubringen.
Als wir uns bis auf 60 Kilometer genähert hatten, tauchte auf dem Radar ein zweites Shuttle im Bereich der treibenden Maschine auf. Laut dem Transponder, einem militärisches, per Funk wurde uns mitgeteilt, dass wir unseren ursprünglichen Kurs umgehend wieder aufnehmen sollten. Captain Cooper fragte, ob Hilfe nötig wäre. Daraufhin wurde der Befehl wiederholt. Alles höchst ungewöhnlich, doch dann wurde es wirklich seltsam. Der Captain bemerkte es als Erste. Dort draußen befand sich eine Anlage, die absolut dunkel betrieben wurde. Kein Licht für das Radar nicht zu entdecken. Wir waren zu weit entfernt, als wir hätten Details erkennen können, aber sie war groß. Cooper wandte sich den Instrumenten zu, gab den Kurs zu Talos 1 ein und startete die Maschinen. Wir verschwanden so schnell wie möglich. Unsere Passagiere hatten von der Begegnung nichts mitbekommen. Unsere Ankunft auf der Talos 1 verlief problemlos. Passagiere und Fracht konnten das Shuttle wohlbehalten verlassen. Militärische Geheimbasen. Nils, wo sind sie? Fluchtkapseln. Können Sie herkommen? Nein, wir haben den Aufzügen den Saft abgedreht, damit diese verdammten Dinger nicht den Kontrollraum erreichen. Naja, wir sitzen hier eh fest. Wir kriegen die Kapseln nicht auf. Ich versteh's nicht. Ich überflute die Sicherheitscomputer schon mit Anfragen. Vielleicht sieht es ja irgendwann jemand. Ja, vielleicht. Warnung. Sauerstoffwerte kritisch. Bitte suchen Sie sofort ein Atemgerät. Ja, ne? Shit happens. Oder so. So, Shuttle-Steuerung, Flugschicke ausfahren. Oh. Oh. So, und der Flugstieg macht jetzt genau was? Ja. Irgendwas muss er ja machen, irgendwas muss er gebracht haben. Da war kein Fenster. Schweinerei. So, irgendwas muss das ja hier gemacht haben. Irgendwas muss er ja gebracht haben. Irgendwas. Ne? Ihr versteht, was ich meine. Ist ja nicht so, als ob hier Halligalli Drecksau-Party für gar nichts wäre. Dann haben wir einen Technik-Operator. Den Kollegen brauchen wir jetzt aber im Moment noch nicht. Oh, oh, oh. Schauen wir mal, was wir hier so alles plündern können. Das war der große Nipti da, den wir da hatten. Den wir da umgebracht hatten, der hier runtergefallen ist. Ansonsten gibt es hier unten noch irgendwas. Scheint nicht der Fall zu sein. Dann können wir ja auch theoretisch. Wir checken hier einfach nochmal. Wir checken hier einfach nochmal. So aus der Ferne, ob da hinten nicht noch irgendwas ist. Was ist denn, wenn ich da... Kommt das hier irgendwie mit Glutzeug? Warnung. Strahlenschäden entdeckt. Ärztliche Hilfe empfohlen. Ja, können wir hier plündern, alles nehmen, weglaufen. So, das ist nicht so furchtbar. Wir können jetzt nämlich mal uns heilen mit einem Medkit und dann fressen wir hier diese Strahlenbonbons. Also eigentlich für alles wieder hier tutti kompletti sein und so. Können wir auch direkt mal wieder hier an den Recycler gehen. Also Scheiß hier mal reinwerfen, die ganzen Lebensmittel, die wir jetzt vorhin aufgesammelt hatten. Och, boah, ja keiner. Auch kein Schwein. So. Noch hier eben noch Waffen. Ja, Waffen haben wir ja auch aufgesammelt. Können wir alles hier wegschmeißen. Okay. Sortieren, bitte. So, 19 neue Mods haben wir. Noch ein bisschen Munition für die Schrotflinte. Und ansonsten sieht eigentlich auch alles ganz gut aus. Können Warnung. Wir jetzt nämlich. Sauerstoffwerte kritisch. Bitte suchen Sie sofort ein Atemgerät. Halt mal schön die Fresse da. So. Mechanic Facilities. Waren wir hier nicht drin? Doch, hier waren wir drin. Wir sind durchs Fenster eingestiegen hier. Das heißt, wir können hier wieder hoch. Ja.
So, hier. Okay. Sind zwar nur zwei, aber. Reparieren können wir es ja trotzdem. Und dann können wir nämlich hier hoch. Hier den Aufzug hoch. Können wir mal schnell schauen, was wir hier vielleicht unter Umständen noch finden. Mir Byr, da waren wir drin. Hier waren wir auch drin, hier haben wir auch alles rausgekrabbelt, stimmt's? Schaut so aus. Dann können wir nämlich hier hingehen. Und dann würde ich auch sagen, die 30 Minuten sind wieder rum. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, beziehungsweise war informativ. Und ja, wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder bei Prey auf dem Knackklappen-Kanal. Bis dahin, tschüssen.